Hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Franbo. Immer noch in Eterster und ist euch aufgefallen, dass es hier zwei Monde gibt? Das ist ja faszinierend. Ein bisschen wie im Buch Wer es kennt vom japanischen Autor Haruki Murakami 1Q84. Wer ein bisschen auf tolle Literatur steht, also das, ich kann sie nicht anders beschreiben als großartig, als wirklich großartige Literatur, dem empfehle ich Haruki Murakami, toller Autor, ganz, ganz toller Autor. So, darum geht's hier aber gar nicht. Es geht darum, dass wir hier durch die Jahreszeiten switchen können und lustige Nasenmännchen angucken. Ah, das Boot würde ich mir gerne ausleihen. Wir haben in der letzten Aufnahme hier viel gelesen im Buch. Wir haben hier auch noch Goldmünzen, ne? 7 Stück noch. Und wir können jetzt durch die Zeit wandern. Das ist spannend, das ist wunderbar und ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil wir uns dann wieder ganz viel Neues angucken können, glaube ich. Aber probieren wir es doch mal. Wir haben Eterste jetzt im Frühling kennengelernt. Wechseln wir doch mal in den Sommer. Geht das? Hallo? Lieber Mauspfeil, darf ich? Danke. Ja. So, ich musste kurz mal die Aufnahme unterbrechen, weil es doch ein bisschen länger gedauert hat mit dem Umschalten. Das Spiel hat am Anfang der Aufnahme interessanterweise immer so ein paar Holprer, aber ich glaube, jetzt funktioniert's. Wir sind im Sommer. Wir sind im Sommer und hier ist ein Ausflugsdampfer sozusagen. Können wir den nehmen? Oh, schau, Kätzchen. Komm ins Boot. Wir machen einen Ausflug. Yeah! Mr. Midnight hat da richtig Bock drauf. Juhu! Oh, das macht Spaß. Wuhu! Hey. Oh, wow. Die Insel ist sehr klein. Ich frage mich, ob dort jemand lebt. Wahrscheinlich kleine Wesen, die fast unsichtbar sind. Wo kommen wir denn hier hin? Ah. Fran, da waren wir vorher schon. Ich habe die Brücke repariert, um deine Tasche zu holen. Wow, Kätzchen, du bist sehr klug. Ich hoffe, wir finden meine Sachen. Hier können wir aber interessanterweise nicht umstellen. Mein Kätzchen hat das repariert. Ich lasse es einfach hier. Unsere Sachen, aha. Kätzchen, ich kann meine Tabletten nicht finden. Vielleicht sind die Tabletten nicht hier. Vielleicht hast du sie verloren. Naja, die haben mir sowieso nicht geholfen. Vielleicht tauchen sie eines Tages wieder auf. Gehen wir jetzt weiter. Ich habe meine Klamotten gefunden. Kommt zu eurem einzigen Träger. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, das muss das Schloss sein. Von hier aus sieht es aus wie eine Ananas. Ich frage mich, ob es auch so schmeckt. Bitte, Fran, du bist hier zu Gast. So. Hier können wir allerdings umschalten. Pass mal auf. Ah. Können wir jetzt hier rausgehen? Nee, anscheinend nicht. Und im Frühling? Okay, da geht auch nichts. Vielleicht war es wirklich nur da, um unsere Sachen zu holen. Gut. So. Das war ein schöner Ausflug. Und jetzt nehmen wir hier mal die Route. Oh, eine Angel. Ist scheinbar kaputt.
Da fehlt ein Haken und die Angelschnur ist zu kurz. Ob vielleicht uns da der Fadenstand weiterhelfen kann? Oh, hier ist ein sehr trockener Sommer, wie mir scheint. Gehen wir zum Berg erstmal. Ach, guck mal, er hier. Kann ich eine deiner Zitronen haben? Tut mir leid, Liebes. Die Zitronenvorräte sind beschränkt. Ich kann dir keine geben. Ich nehme so viele Zitronen, wie in den Korb passen. Das bedeutet, alle Zitronen vom Baum. Das ist ja ein knickriger. Tschüss. Wie der geht, ist super. Und jetzt verschwindet er da. Das ist ja ein unfreundlicher. Guten Tag, junge Dame. Kannst du mir bitte dein Ticket zeigen? Hallo. Ich habe kein Ticket. Wie bekomme ich denn eins? Was? Jeder Bürger von Itessa bekommt ein Ticket. Warum hast du denn keins? Oder warum hast du deins nicht? Oh, ich bin kein Bürger. Vielleicht liegt es daran. Kein Bürger? Ja, das ist was Neues. Zu neu. Ja, tut mir leid, aber ich kann dich nicht hineinlassen. Alles klar, verstanden. Aber was kann ich denn tun? Ich möchte so gerne hinein. Tja, ich weiß nicht. Das ist noch nie passiert. Ich denke, ich muss meinen Weg hineinfinden. Danke, tschüss. Ja, Tschüssikowski. Aber was ist denn das für ein dummes System? Wenn eh jeder Bürger von Itessa da reinkam, was soll denn dieser Quatsch mit den Tickets? Da steht bestimmt was Wichtiges drauf. Okay. Oh, können wir uns hier reinsneaken? Ist hier vielleicht ein Loch? Das bewegt die Arme des Valokas. Oh Gott, oh Gott. Wow, was für ein riesiger Valoka. Aber er ist nicht echt. Ich frage mich, wofür sie es benutzen. Er hat 4 Arme. Vielleicht hat der große Valokas auch 4 Arme. Nur Bäume und Blumen gibt's hier. Ich denke, die sagt hier überall das Gleiche erstmal, oder? Das Papier, ja, das kennen wir. Was? Was war das denn? Oh, Kätzchen. Hast du das gesehen? Hast du? Ja, mein Schatz. Ich habe es gesehen. Was war das? Ich glaube, das sind die Schatten. Oh, mein Liebling. Ich will sie nicht wiedersehen. Wieder? Ja, Kätzchen. Sie waren überall im Krankenhaus. Ich will nach Hause. Wir gehen bald nach Hause, mein Schatz. Kätzchen, kannst du mir etwas versprechen? Das, was auch immer geschieht, du und ich immer auf einer Seite sind? Natürlich, mein Schatz, das verspreche ich. Und jetzt in diesem Moment, super, dann müssen wir jetzt weitergehen. Ja, ich lasse sie mal eben ausbrechen. Und jetzt in diesem Moment stelle ich es wieder in Zweifel, dass vielleicht mit Mr. Midnight irgendwas nicht stimmen könnte. Schon allein das... Ich greife da wieder den Gedanken auf, dass am Anfang, dass er da hinter diesem Tuch versteckt war. Da war doch was nicht koscher, Leute. Die Bergspitze, ja. Okay.
Wir wissen ja, dass wir hier im Winter irgendwie weiterkommen, aber wir gucken uns erstmal den Rest an. Was? Nein! Nein! Palondras! Palondras! Entschuldigung! Was? Warte, nicht gehen! Oh nein, er sah echt schlimm aus, Kätzchen. War das nicht der Doktor? Vielleicht kann er sich ja selbst heilen. Ich hoffe es. Er war so verletzt, dass er eine Feder verlor. Was wohl passiert ist? Oh oh. Oh, das ist Palondras Feder. Ich hoffe, ihm geht es bald wieder gut. Hm. Aber wir haben ihn als schwarzen Schatten gesehen. Es ist doch gar nicht Winter, hä? Komm näher, Fran. Ich habe, was du verlangst. Ich habe, was du suchst. Das ist die Mutter, oder? Mami? Bist du das, Mami? Meine geliebte Tochter, komm näher. Ich will dich spüren. Mami, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Du musst näher kommen, Fran. Ich will dich küssen. Aber du kannst nicht meine Mutter sein. Das kannst du nicht. Sie ist tot. Du musst jetzt näher kommen. Wenn du es nicht tust, kommt das große Monster. Nein, du bist nicht meine Mami. Lass mich in Ruhe. Mein Liebling, das große Monster wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Mami, du machst mir Angst. Mami, hör auf, bitte. Und wieder mal sage ich vielen Dank, lieber Erfinder des Tees, der ich auch dieses Mal wieder hier neben steht. Dieses Let's Play wird gesponsert von Tee. Was war das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Hä? Erst Palondras? Dass der aus dieser Schattenwelt plötzlich, verdeckt war von dieser Schattenwelt, von der fünften Realität ja, glaube ich, diese schwarze Remor-Welt. Und jetzt ist auf einmal Winter. Oder dann Winter, wo diese Schatten auch aus der fünften Realität rauskamen. Und die haben anscheinend ja jetzt auch Einfluss auf die Jahresuhr, auf die ja eigentlich auch jeder Einfluss hat. Das verstehe ich sowieso noch nicht so ganz. Wenn jeder, jetzt für jeden selbstverständlich ist, dass man die an der Jahresuhr da drehen kann. Hm. Aber sie haben da wirklich anscheinend Macht drauf, diese Jahreszeit zu verändern. So, ich wollte aber gar nicht im Winter bleiben. Sagt Mr. Midnight was? Fran, wir sollten den Zauberer im Winter auf dem Berg finden. Ich wollte aber noch ein bisschen im Sommer bleiben. Ja, Winter gucken wir uns gleich an. Herbst auch, aber erstmal zum Sommer. Gehen wir zum Schloss erstmal hoch. Der sagt wahrscheinlich auch nichts Neues, oder? Was steht denn auf dem Schild mit dem Symbol? Da steht, was jeder im Moment seiner Geburt lernt. Aber seine Bedeutung vergessen wir in den nächsten 7 Minuten.
Also müssen wir den Rest unseres Lebens damit verbringen, es zu verstehen. Oh, aber was steht denn da? Ich kann nicht lesen. Macht ist das Verstehen von Weisheit. Im Idealfall wär's so. Wahrheit liegt im Pfad zur Macht des Verstehens. Weisheit kommt lautlos. Oh, und was heißt das? Ich habe es noch nicht verstanden, okay? Oh, naja, danke. Tschüss. Unverschämtheit. Okay, hier ist nicht viel anders. Die Bibliothek hat ja, glaube ich, noch zu. Ich wette, kleine Bienen würden diese Blumen lieben. Die Bibliothek ist geschlossen, weißt du noch? Wir haben nur im Herbst und Winter offen. Okay. Der König ist, ja, der ist auch weg. Und hier gibt es wahrscheinlich auch nicht viel Neues. Dann mal weiter. Aber ich glaube, ja. Hab so das Gefühl, ja, guck mal, die Stände sind auch alle noch gleich. Sagt der was Neues? Hallo? Ah, wer ist da? Wer? Hier, siehst du mich nicht? Ja, jetzt sehe ich dich. Ja, ich muss los. Tschüss. Okay, das ist, glaube ich, alles das Gleiche. Aber können wir vielleicht hier benutzen mit Ladenbesitzer? Hallo, ich habe mich gefragt, ob du etwas Faden für die Angelschnur hast. Angelschnur? Faden? Oh, ja. Ich habe hier etwas. Wollt ihr es? Ah, ja, bitte. Wie viel macht das? Nun, ziemlich viel. Reicht das? Oh, ich meinte preislich. Ich brauche nur genug für die Angelschnur. Oh, ich vergaß über einen Preis nachzudenken. Wisst ihr, ich habe noch nie etwas verkauft. Naja, aber wisst ihr was? Ihr könnt es haben. Ich hoffe, es macht euch glücklich. Zwar kein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, aber wir sind froh. Oh, wow, danke. Ich hoffe, du führst bald Preise ein und verkaufst etwas. Tschüss! Und können wir das gleich jetzt beim Schmied machen? Schau mal, ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Schauen wir mal. Wo ist der Haken? Hast du den Haken gesehen? Hä? Du hast genau das gleiche gesagt wie jemand im Krankenhaus. Wirklich, wer denn? Wo ist der Haken? Hast du den Haken gesehen? Weiß ich gerade gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Der Haken? Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Die Oswaldanstalt. Die alte, natürlich. Die Schwester. Als ich den Vorhang kaputt machte. Oh, ich habe keine Ahnung, worüber du da sprichst. Naja, du bist schon ein bisschen seltsam, nicht? Naja, vergessen wir das. Kannst du mir mal bitte einen Haken für die Angel machen? Ja, tun wir das. Wenn du mir eine Goldmünze gibst, gebe ich dir einen halben Haken. Wenn du mir 2 Münzen gibst, bekommst du einen ganzen funktionierenden Haken. Ich brauche keinen halben Haken, ich brauche einen kompletten. Der komplette kostet 3 Münzen. Eine Münze für den halben und 2 Münzen für den funktionierenden. Abgemacht. Ach Mann, bist du kompliziert. Ich bringe dir deine Münzen. Tschüss. Gut, dass wir so oft gespielt haben.
Hier sind deine 3 Münzen. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert. So ein Korrupter. Danke, der ist perfekt. Ich muss jetzt los. Tschüss.